Um den Straßenverkehr von Fahrzeugen, Fußgängern, Radfahrern und anderen Verkehrsteilnehmern möglichst reibungslos zu gestalten, gibt es eigene Fahrbahnen, Fahrstreifen oder Sonderwege für bestimmte Verkehrsarten. Die Fahrbahn muss von allen Fahrzeugen benutzt werden, soweit nicht für bestimmte Fahrzeugarten Sonderwege oder befestigte Seitenstreifen vorgeschrieben sind. Radfahrer und Mofa-Fahrer, die ihr Mofa durch Treten fortbewegen, müssen Radwege benutzen. Fußgänger sowie Kinder unter 8 Jahren mit Kinderfahrrädern müssen die Gehwege benutzen. Das Anfahren vom Straßenrand verlangt ein umsichtiges und vorausschauendes Verhalten. So dürfen Sie die Türen zum Einsteigen erst öffnen, wenn Sie sich überzeugt haben, dass niemand gefährdet werden kann. Lassen Sie Kinder auf der Gehwegseite einsteigen. Helfen Sie dabei, wenn es der Sicherheit dient. Nach dem Einsteigen kontrollieren Sie die richtige Einstellung der Rückspiegel. Auf allen Plätzen müssen die Sicherheitsgurte angelegt werden. Blinken Sie vor dem Anfahren rechtzeitig und deutlich. Vorsicht! Größere Fahrzeuge, die vor oder hinter Ihnen parken, können unter Umständen den Blinker verdecken. Überzeugen Sie sich beim Anfahren durch Blicke in die Spiegel und durch Schulterblick, ob ein gefahrloses Anfahren möglich und jede Gefährdung und Behinderung des Verkehrs ausgeschlossen ist. Fahren Sie unter Ausnutzung einer genügend großen Verkehrslücke an, aber ohne starkes Beschleunigen. Säubern Sie im Winter vor dem Einsteigen die vereisten Scheiben des Fahrzeugs. Das Rechtsfahrgebot verlangt von Ihnen als Kraftfahrzeugführer, auf der Fahrbahn möglichst weit rechts zu fahren. Das heißt, so weit rechts, wie es unter Berücksichtigung aller Umstände und der Sicherheitsabstände zumutbar ist. Ein markanter Rat von routinierten Fahrern. Fahre rechts und die Fahrbahn wird breiter. Wie weit im Einzelfall rechts zu fahren ist, hängt insbesondere von folgenden Faktoren ab. Erstens von der Fahrgeschwindigkeit. Je langsamer ein Fahrzeug fährt, umso weiter muss es rechts fahren, damit zum Beispiel schnelleren Fahrzeugen ein Überholen erleichtert wird. Zweitens vom Fahrzeug selbst. Beim Mitführen von Anhängern und bei Fahrzeugen mit hohen Aufbauten kann ein größerer Abstand zum Fahrbahnrand, insbesondere beim Befahren enger Kurven oder stark gewölbter Fahrbahn, erforderlich werden. Drittens, von den Verkehrsverhältnissen. An Haltestellen von Linien oder Schulbussen oder in Baustellen muss beim Rechtsfahrgebot berücksichtigt werden, dass Fahrgäste, Kinder oder Bauarbeiter unbedacht die Fahrbahn betreten können. Fahren Sie im fließenden Kolonnenverkehr innerhalb des eigenen Fahrstreifens leicht versetzt, um so durch die Scheiben des Vorausfahrenden das Verhalten der Kolonne beobachten zu können. Viertens, vom Fahrbahnzustand. Verschneite Fahrbahnen und Schneematsch können ebenso wie Schlaglöcher, Frostaufbrüche und Unebenheiten am Fahrbahnrand einen größeren seitlichen Sicherheitsabstand erfordern. Fünftens, vom Fahrbahnverlauf. Fahren Sie an Bergkuppen
und in Kurven äußerst rechts und rechnen Sie mit entgegenkommenden Fahrzeugen, die wegen ihrer Breite oder Hindernissen auf der Fahrbahn über die Fahrbahnmitte hinauskommen. Sechstens, von den Witterungs- und Sichtverhältnissen. Hier können Leitpfosten und Fahrbahnmarkierungen eine wertvolle Orientierungshilfe für das Rechtsfahrgebot sein. Verboten ist jedoch, zum Beispiel bei sehr starkem Nebel, auf oder hart an einer Leitlinie auf der Fahrbahnmitte zu fahren. Siebtens, vom Gegenverkehr. Um einem entgegenkommenden LKW, der unter Umständen verbotswidrig überholt, auszuweichen, fahren Sie scharf rechts und setzen Sie zusätzlich Ihre Geschwindigkeit herab. Natürlich gibt es noch eine Vielzahl plötzlich entstehender Verkehrssituationen, in denen das Rechtsfahrgebot besondere Bedeutung hat. Lernen Sie daher, Ihre Fahrbahn richtig zu nutzen. Sie helfen, Gefahren zu vermeiden und tragen zur Sicherheit des Straßenverkehrs bei.